So, was haben wir hier Schönes? Brauchst du Menschlichkeit? Da gibt es wahrscheinlich Unterstützung. Und jetzt gucken wir mal, was uns dahinter erwartet. Welcher tolle neue Boss. Ah, die Nebelwand bleibt. Wir rutschen hier einmal durch. Ist ein ganz schön langes Rutschen. Bäm. Bäm. Und da haben wir das Chaoswesen von Iseleth. Was machen wir mit dir? Du hängst da so rum und wischst uns erstmal einfach weg. Einfach weggewischt. Ich glaube nicht, dass wir an das Tier rankommen, oder? Guck mal, die Blasen hier sehen so ein bisschen speziell aus. Muss man damit vielleicht irgendwas machen? Hey! So nicht. Lass doch mal. Lass doch mal, du Tier. So, schnell den Trank. Unsere Tränke sind fast schon alle und wir haben noch nichts gemacht. Können wir hier rein? Ja, wir können hier rein. Und da irgendwas anpieksen. Ah, wir müssen den wahrscheinlich entwurzeln, den Baum. Na, das sieht doch super aus, oder? Lasst uns hier mal durch. Ich bin gar nicht da. Wow, was ist hier los? Nein, ich möchte nicht in den Tod stürzen. Und hallo, Wenneck. Ja, das ist ein Kackboss. Das ist ein Kackboss. Diese Rutschparty. Möp. Ich kann ja auch nicht zuschlagen. Ich kann nichts machen. Ah, und er hat auf der Seite schon seinen Flügel. Okay, das bleibt also. Das ist cool. Aber das könnten sie lassen. Und das auch. Holla, die Waldfee. Yippie! Aber das ist echt haarig hier. So, guck mal, so schnell kannst du gar nicht gucken, wie ich hier in den Tod stürze. Was ist denn das für eine Scheiße? Bäm. Bäm. Immer durch mit der Mütze. Mal einfach mal gerade auf ihn zusteuern. Guck mal, da geht dann wahrscheinlich der Bart hoch, wenn es soweit ist. Jo, das hat super funktioniert. Ne. Ne. Der erwischt mit uns den Boden. Ab nach unten. Yippie. Vor allen Dingen, das erste ging so schön schnell, ja. Gleich beim ersten Versuch. Zack, zack, zack. Und jetzt beim zweiten, da dümpeln wir so ab. Ecke, 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 weg. Ah, weg. Lass mich rein. Es geht doch. Kommt er hier ran? Wenn ich das richtig sehe, ist ja das Chaoswesen eigentlich
lass mich mal bitte durch hier. Wuppa, sehr geil. Wir werden sterben, wir werden schon wieder sterben. Das Chaoswesen ist ja anscheinend eigentlich nicht der Baum, sondern diese Flügel, das Feuerwesen dahinter, ne? Das ist das Chaoswesen. Und wenn nicht, na ja klar, zünd uns hier schon auf der Schräge an. Warum nicht? Du Dreckstier. So, jetzt können wir da mittig durch. Ja. Rollen hatte wunderbar funktioniert und da kommt man auch super ran. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich krieg die Krise. Ich habe erst mit Dark Souls 3 eigentlich die Reihe begonnen. Ich habe Dark Souls 1, als es rauskam, wirklich mal angefangen zu spielen. Lal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 a. Mit Anlauf in die Scheiße. Na komm, auf die Mitte. Ach Mann. In der Luft hat er mich rausgefischt. Das kann man auch nicht abwehren, ne? So. Jetzt mal kurz nicht labern, mal Konzentration und wir müssen darüber. Wir müssen darüber. Hier, jawohl, das Spiel sagt es, wir gehen da rein. Gerade zu Anfang sind Elementarwaffen gut. Ja, das kann ich so bestätigen. So, du dummes Tier. Jetzt geht's dir an den Kragen. Wir haben es endlich geschafft. Wir gehen ihn an den Kern. So, und da sitzt sie. Hallo, ich würde mich gerne heilen. Komm, hause weg, was auch immer es ist. Habt ihr das Vieh gesehen, was es eigentlich war? Eine Fürstenseele und eine Menschlichkeit. Und ein Leuchtfeuer. Direkt hier unten. Sehr cool. Ich wollte nicht ans Feuer. Ich wollte die Nachricht lesen. Ich wollte nicht ans Feuer. Nachricht lesen. Gelobt sei die Sonne. Praise the sun. Wir haben es endlich geschafft. Meine Güte, war das ein Vieh. Da liegt das Vieh hier unten einfach so rum, ja, mitten im Baum. Ja, von hier kommt man auch nicht zurück, ne? Darum gibt es hier wahrscheinlich direkt, solltest dir merken, nicht trödeln an der Stelle. Ja, das war gerade nochmal ein bisschen knapp. Das war definitiv nochmal knapp. Gut, wir haben das Chaoswesen von Izalith besiegt. Oder Izalith oder was auch immer. So, was macht denn eigentlich der Sonnenschild? Der sieht ja eigentlich auch gar nicht so schlecht aus, ja? Hat der irgendeine spezielle Fähigkeit, Attributbonus, die der Schild des Sonnenritters Solers von Astora? Er trägt ein heiliges Symbol, aber da es Soler selbst entwarf, hat es keine göttlichen Kräfte. Tatsächlich ist Solers unglaubliches Können ausschließlich seinem Training geschuldet. Und trotzdem ist er durchgedreht und hat uns angegriffen. Die arme Sau. So, der Großschild. Nehmen wir den wieder. Und ich glaube, den Ring zum Feuerschreiten brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Dann nehmen wir wieder den goldenen Schlangenring. Und setzen uns ans Feuer. So, einmal Ausrüstung reparieren bitte. Und aufsteigen. So, was machen wir? Kondition höher? Stärke höher? Ich habe langsam echt keine Idee mehr. Ich würde sagen, wir gehen auf Kondition, oder? Oder gehen wir auf Zauberei und hoffen, irgendwann mal noch einen zweiten Zauber zu kriegen. Nee, das machen wir nicht. Wir gehen auf Kondition. So. Dann würde ich sagen, teleportieren wir. Wo wollte ich ihn nochmal hin? Es gibt noch ein geheimes Gebiet, was ich selber immer vergesse. Okay.
Stärke ist meiste Vita. Okay. Na, wie viel Vita hat man jetzt? Also Ausdauer? 40 Leben? Vita 30. Also 1100 Leben könnten wir vielleicht noch ein bisschen höher machen, ist richtig. Aber ich bin mit meiner Belastung irgendwie gerade noch nicht so zufrieden. 40 ist so ein Soft-Cape-Grenze. Ja, okay. Habe ich auch schon festgestellt, wir bekommen ja... Danach kriegt man meist weniger. Wir kriegen für unser Grabesfürstenschwert gerade gar nichts mehr dazu an Stärke. Darum, wie gesagt, hören wir da erstmal auf. Und ich würde sagen, wir machen Kondition jetzt noch, wenn wir es hinkriegen, auf 35, 34. Also noch so 2-3 Levelchen. Und dann gehen wir in Vitalität. So, teleportieren wollten wir. Und zwar gehen wir nochmal in das Archiv des Herzogs. Hier sieht man auch, gemeinte Welt von Ariamis. Wir waren da. Und retten Logan. Wir holen Logan noch daraus. Und dann würde ich sagen, wenn ich so auf die Uhr gucke, ich habe schon wieder Post, ich krieg wahrscheinlich Ärger. Spielen wir heute keine Runde Atlas Reaktor mehr, sondern machen das jetzt noch und dann ist für heute die Schicht im Schacht. Oh, da gibt's eine Kiste. Seht ihr, so viel dazu. Und es ist kein Mimik. Eine Zauberglut. Na gut, dass wir uns die nochmal geholt haben, oder? Und so leer ist, Logan ist nicht mehr da. Logan ist weg. Verdammt. Logan ist nicht mehr hier. Aber die Feuerhüterseele. Und die wollte ich ja eigentlich nur haben. Ach Mist. Wo ist denn Logan hin? Eieieiei. Der hat mir sein Ding durch den Wanst gepiekst. Können wir den jetzt mal fertig machen? Ist Logan jetzt tot? Können wir jetzt keine Zauber mehr bei dem kaufen? Das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich wollte vielleicht mal meinen großen Feuerball austauschen gegen eine Heilungsmagie. Das wäre mal richtig krass. Aber dafür braucht man ja wesentlich mehr Intelligenz und so viel haben wir nicht.